Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem YouTube-Kanal TT02. Heute in diesem Video geht es mal ein bisschen mehr um die Fanshow. Das heißt, das Fly More Combo Paket brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir kümmern uns heute nur um die Fernsteuerung. Und so sieht sie aus. Das hier ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil an der Mavic Mini. Und zwar ist das ganz klar die Fernsteuerung. Die Fernsteuerung brauchen wir zum Fliegen. Und die Fernsteuerung kann auch unsere Drohne im schlimmsten Fall retten. Und zwar, wenn wir zu weit wegfliegen und die Verbindung bricht ab, dann hilft uns die Fernsteuerung einfach, die Drohne wieder zu uns zurückzubekommen. Und zwar mit diesem Button hier. Ich kann eben ganz kurz mal die Fernsteuerung hier aufklappen, damit man das ein bisschen besser sehen kann. So, hier die ganzen Handyhalter, da kommt dann das Handy hier rein. Hier ist ein Slot für das Handy. Man kann eben die Fernsteuerung mit dem Handy verbinden und damit man dann eben ein schönes Bild hat. Aber darum soll es gar nicht gehen. Heute geht es einzig und allein um diesen Button hier, und zwar um den Return Back to Home Button. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Button. Wenn wir den nicht haben, dann könnte unsere Drohne im schlimmsten Fall verloren gehen, und genau darum soll es heute gehen. Im Fall der Fälle, wenn du so 1000 bis 1500 Meter auf freiem Feld weit wegfliegst und die Verbindung abbricht, dann kannst du den Return-to-Home-Button drücken. Wenn du diesen Return-to-Home-Button gedrückt hast, wird es erstmal kurz piepsen, also langsam piepsen. Und wenn die Drohne sich dann wieder gefangen hat, dann erscheint das Bild wieder auf deinem Handy und die Drohne kommt automatisch wieder zu dir zurück. Das ist so das Natürliche, das, was wir alle kennen. Aber was, wenn du jetzt über 2000 Meter weit fliegst, zum Beispiel 1800 Meter oder sogar 3000 Meter, falls das von der Reichweite hinhaut? Wichtig, mach das auf freiem Feld, nicht über Häusern, versteht sich. Und dann passiert das so bei 3000, 2800 Metern, dann ist das Ganze einfach eine komplett andere Sache, weil dann dauert es einfach länger, bis die Drohne kapiert, dass sie jetzt wieder zurück zum Homepoint fliegen muss. Dann können da wirklich so 25 Sekunden bis sogar 30 Sekunden vergehen, bis die Drohne sich wieder gefangen hat und bis die Drohne eben wieder kapiert, dass sie zurück zum Homepoint fliegen muss. Also das kann wirklich ein Weilchen dauern, und hab da keine Panik, dass das funktioniert. Die Drohne kommt immer zurück, aber wie schon gesagt, es kann einfach ein bisschen dauern. Und ich muss persönlich zugeben, dass das Return-to-Home-System wirklich das Beste ist, was DJI je erfunden hat, weil das gibt dir einfach ein viel sichereres Gefühl beim Fliegen. Also bei jeder kleinen Short-Drohne unter 100 Euro, wenn da mal das Signal weg ist, dann stürzt die ab und ist weg. Ja, also, und das ist einfach eine sehr, sehr coole Sache zu wissen, dass wenn die Drohne mal weg ist und die Verbindung abbricht, die kommt wieder her, und zwar automatisch. Es ist ein sehr, sehr schönes System, und ich kenne auch keinen, bei dem das nicht funktioniert hat. Ich kenne kein Video auf YouTube, wo das Ganze nicht funktioniert. Also darauf kann man sich wirklich zu 100% verlassen. Man kann sich nicht zu 100% darauf verlassen, dass das in 10 Sekunden passiert. Man kann sich aber auf jeden Fall zu 100% darauf verlassen, dass das passiert. Ich würde sagen, falls ich euch in diesem Video vollständig klar machen konnte, dass das Return-to-Home-System wirklich eine gute Erfindung und ein gutes System ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert ihn noch gerne, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich würde sagen, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Video, ciao.